Herzlich willkommen allerseits zu meinem heutigen Webinar, Video-Chat, Online-Besprechung mit meinen Kunden. Wie das geht, darum geht es in dem heutigen Webinar und ich hoffe, alle hören und sehen mich ganz gut. Und wir haben einen Chat zur Verfügung und Sie können da gerne zum Schluss, haben wir gute 15 Minuten Zeit, damit ich auf Ihre Fragen und Fragen eingehen kann. Und ich würde sagen, ich starte einfach mit dem Webinar und teile meinen Bildschirm, damit Sie auf meine Präsentation raufschauen können. Ich werde jetzt hier meinen Bildschirm freigeben, das, was Sie gerade tun. Das, was ich hier gerade tue, werden Sie wahrscheinlich später, falls Sie Google Meet nutzen möchten, um einen Videochat durchzuführen, ist es ganz gut, dass Sie gleich von Anfang an auch mal sehen, wie ich es halt tue. Genau, zunächst kommt ein Fenster, dass ich diese Bildschirm teile und hier habe ich meine Präsentation und damit beginne ich. Jawohl. Video-Live-Chat, Online-Besprechung mit meinen Kunden. Mein Name ist Sama Sharma. Ich bin Online-Marketing-Coach und Referent sowie Dozent für digitale Medien. Und im Auftrag von Kat Meldorf führe ich dieses Live-Webinar durch und ich muss was ganz kurz mal jemanden zulassen, die Teilnahme zulassen. Gut, dass es hier. Ja, herzlich willkommen. Genau. Diese Besprechung wird aufgezeichnet. Sie sehen auch auf Ihrem Bildschirm links oben, dass da ist ein roter Button, dass diese Besprechung heute aufgezeichnet wird. Sie haben die Möglichkeit, Mikrofon und Kamera zu deaktivieren. Und da bitte ich darum, dass Sie halt mit dem Chat erst zum Schluss, Sie können entweder zum Schluss, wir haben gute 15 Minuten und da können Sie zum Schluss die Fragen schreiben. Und genau, die Kamera und das Mikrofon sollte möglich deaktiviert sein. Und ich würde sagen, jetzt lege ich los. Genau, also durch Kontaktsperren und Homeoffice erleben Videochat-Anwendungen derzeit einen regelrechten Boom. Und tatsächlich bietet die Videotelefonie eine große Chance, mit Kunden und Kollegen auch in diesen schwierigen Zeiten live in Kontakt zu bleiben. Allerdings gibt es auf dem Markt einige Anbieter, die in Bezug auf Datenschutz und Privatsphäre negativ aufgefallen sind. Vor dem Start des heutigen Webinars habe ich von dem einen oder anderen, von einem Teilnehmer mitgekriegt, dass derjenige Videochat-Programm bzw. diese Software Zoom nutzt. Darauf gehe ich ebenfalls auch in meinem heutigen Webinar ein und werde das vorstellen. Ich stelle Ihnen in diesem Webinar einige gute Video-Live-Chat-Lösungen vor und gebe allgemeine Tipps zur Online-Besprechung mit Ihren Kunden. Genau, das habe ich schon bereits erwähnt, dass Sie halt dazu im Chat ein direktes Feedback bekommen werden. Na, der heutige Impulsvortrag geht 45 Minuten. Der Ablauf ist kurz zu meiner Person und Firmen, kurze Einleitung zum Thema. Ich gehe auf Equipment ein, was Sie halt für Hardware und Software haben sollten oder haben können. Einige Anwendungen werde ich vorstellen und bei ein, zwei Tools werde ich Beispiele zu Funktion und Handhabung zeigen, sowie Links, Informationen und News. Ich bin Diplom-Multimedia-Designer, 20 Jahre selbstständig und bereits erwähnt, dass ich Online-Marketing-Coach bin und Geschäftsführer der Arabtemir Limited und mit Bildung zum Gemeinwohl aus Wesselburg bin. Aktuelles Projekt ist der Kurse und Webinare.de, ein Bildungsportal für On- und Offline-Kurse und Events. Unter anderem bin ich tätig als Dozent für Kat Meldorf
und gebe Existenzgründungskurs am Tag, wo es halt um Marketing geht. Genau, unten in der Fußzeile sehen Sie meine Webseite. Wenn Sie Fragen haben, alle Kontaktadresse etc. finden Sie dort. Genau, für Sie und vor allem für Ihre Kunden. Welche Vorteile hätte man, wenn man Videochat abhält? Die Kundengespräche oder halt Support kann man online durchführen, hierbei mit Ton und Bild und Text. Ich muss kurz unterbrechen. Ich höre, da möchte ein neuer Teilnehmer an diesem Gespräch teilnehmen. Genau, und herzlich willkommen. Ich beginne gerade so die Vorteile, wie der eine oder andere, der halt jetzt dazugekommen ist. Ne? Ich habe mich gerade vorgestellt und gehe jetzt auf die Vorteile darauf ein und dass Sie halt Ton, Bild, Text, mit Ton, Bild und Text ein Support anbieten können oder Kundengespräche führen können. Mitarbeiter, ne, wenn die Mitarbeiter aufgrund der Corona-Krise jetzt zu Hause bleiben und können sie ebenfalls, sag ich mal so, wenn sie darüber hinausgehen wollen und dass sie nicht nur telefonieren, sondern auch mal so face-to-face können sie halt Gespräche führen oder auch mit ihren Kunden bei Akquise-Gespräche, nur Kunden akquirieren. Also wenn mitten im Gespräch hatte ich ebenfalls schon mal gehabt, dass ich angeboten habe, jo, ich schicke Ihnen gerade mal einen Link und klicken Sie drauf, lassen Sie uns mal so live, so persönlich von Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Und virtuelle Schulungen können Sie über Videokonferenzen durchführen und Sie selbst können am Arbeitsplatz sitzen und Ihre Kunden können halt von unterwegs an diese Besprechung teilen oder auch umgekehrt. Gerade in Corona-Zeiten, trotz räumliche Distanz, ne, soziale Distanz, ne, dieses Wort haben wir ja sehr, sehr häufig seit Beginn der Corona-Krise, der eine oder andere hat es sicherlich mal sehr häufig gehört, ne, das Wort des Jahres, würde ich schon sagen. Ne, da kann man halt diese soziale Distanz dadurch vermeiden. Und sie schauen während des Video, während dieser Video-Live-Chats, schauen sie während des Gesprächs zumindest virtuell in die Augen ihres Kunden. Und hierbei können Sie auch Zeit, Kosten und Zeit einsparen. Ne? Also bei einem normalen, ne, vor der Krise haben Sie sicherlich so Ihre Kunden persönlich besucht oder die Kunden sind zu Ihnen direkt gekommen und das fällt nun mal schon mal weg aktuell und Sie können hierbei natürlich darauf verzichten und das ist ein Vorteil. Welche Kriterien Sie hierbei beachten sollten, ist das eigenes Aussehen und Gefühl. Wie bin ich heute gekleidet? Sitzt alles? Bin ich eigentlich heute gut drauf? Na? Und wie ist die Umgebung? Funktioniert die Technik? Habe ich eine gute Verbindung? Ist der Ort, wo ich mich gerade befinde, ist es ruhig und gegebenenfalls manche von Ihnen haben einen Konferenzraum. Ich würde halt gegebenenfalls auch das in Betracht ziehen, in einen Konferenzraum, wo ich einen großen Bildschirm habe, Beamer etc. Je nachdem, jeder hat andere Möglichkeiten. Sie sehen unten rechts ein Bild von einem Konferenzraum, ja, wenn halt mehrere Personen an einem Videochat Online-Meeting teilnehmen möchten, ist natürlich, bietet sich ein Konferenzraum sehr gut an und achten Sie darauf, dass halt der Hintergrund nicht so vollgestellt ist. Das obliegt natürlich jedem selbst, ob man halt sein eigenes Logo zeigen möchte. Einige Teilnehmer waren halt vor 16 Uhr schon dabei und haben gesehen, als Beispiel habe ich einen Roll-Up-Banner von unserer Firma
im Hintergrund eingeblendet. Ein Augenblick bitte, da hat jemand nachträglich möchte teilnehmen. Herzlich willkommen. Genau, wir sind beim Punkt Ort und genau, passende Kleidung, je nach Zielgruppe und Branche, wenn Sie ein Arzt sind oder halt im einen Handwerkerberuf tätig sind, ist natürlich halt die Authentizität gefragt. Also ich halte sehr viel davon, wenn man authentisch auch bei der Videokonferenz rüberkommt, ist es sehr wichtig, dass man hierbei auch diesen Punkt berücksichtigt. Zu beachten sind natürlich auch die Qualität der Internetverbindung, denn das wirkt sich auf Ton und Bild während des eines Videoanrufs aus. Empfehlenswert ist es natürlich, damit der Ton und das Bild stabil übertragen wird, dass man das tagsüber diese Videokonferenz abhält, und bei schlechtem Internetempfang wird natürlich halt ja diese Videochat etwas holpriger laufen, und das ist kundenunfreundlich, und zu Abend nach dem Feierabend ist das kennen Sie sicherlich halt, ne, dass das Netz überlastet ist und überlastet sein kann. Ne? Viele nutzen machen Bestellungen oder chatten oder halt sind in Social Media unterwegs und das kann verschiedene Gründe halt haben. Ideale Nutzung ist es, dass sie halt eher so vermeiden, nicht unbedingt mobil von unterwegs ein Videochat zu machen, sondern halt da per WLAN oder da, wo sie halt Hotspot haben, im WLAN-Bereich sich aufhalten, denn unterwegs können halt zusätzliche Kosten anfallen, mobile Daten werden halt hier schnell verbraucht, ne? Das ist Live-Video-Übertragung, Bild, Ton etc. Und das ist abhängig von einem eigenen Tarifvertrag. Ne? Wenn einer, sage ich mal, so 2 GB Datenvolumen hat oder 6 GB Datenvolumen, das verbraucht natürlich einiges an Datenvolumen, und darauf muss man ebenfalls achten. Bei Teilnahme vieler Personen an einem Videochat führt dies gegebenenfalls zu einem Stimmgewirr und Durcheinander. Daher, ne, das hatte ich ja auch heute zu Beginn des Webinars, einige Teilnehmer waren ja schon vor 16 Uhr dabei, habe die darum gebeten, Mikrofon abzuschalten. Auch Sie, wenn Sie halt zum Beispiel, ne, also in dem Falle meine ich das eigene Mikrofon ausschalten, es würde jetzt bei mir keinen Sinn machen, wenn ich jetzt mein eigenes Mikrofon, während ich was sage, abschalten würde, da hören Sie mich nicht. Damit meine ich, wenn Ihr Kunde, na, Sie können ja die Richtung umkehren, nämlich dass der Kunde etwas sagt oder halt sein Bildschirm zeigt, da macht es Sinn, das eigene Mikrofon auszuschalten in der Zeit, wo halt der Kunde etwas Ihnen zeigt. Je nachdem, ob Sie welche Software Sie nutzen, ne? Ob Sie das lokal bei sich auf dem PC, Mac installiert haben oder cloud-basierte Anwendungen nutzen oder App und weitere andere Tools, sollte möglichst aktuellste Version haben. Jawohl, zunächst testen und üben mit ein paar Kollegen, Freunden oder halt Bekannten, wie auch immer. Sie sollten sich ein paar Male aufnehmen, wie kommen Sie rüber mit der Familie oder mit den Arbeitskollegen von einem Rechner zum anderen Rechner halt mal ein paar Tests durchführen. Und das gegebenenfalls auch mal per Bildschirmaufnahmetools auch aufnehmen. Einige Anbieter bieten bereits diese Funktion, Besprechung aufnehmen, und das ist integriert. Und also bei der Aufnahme, also wenn der Anbieter seine Hausarbeit richtig gemacht hat, ne, weist es auch darauf hin, alle professionelle Software und Programme
weisen darauf hin und da kommt erstmal so ein Pop-up, bevor ich halt diese Webinar gestartet habe und mit der Aufzeichnung begonnen habe. Diejenigen, die halt von Anfang an dabei waren, haben dieses Fenster mit angesehen. Und ich nutze ja Google Meet heute für diese Besprechung und da kam mir dieses Fenster, wurde mir eingeblendet, dass ich halt Sie als Teilnehmer darauf hinweisen sollte. Genau. Und darauf sollten Sie auch Ihre Teilnehmer, Ihre Kunden, je nachdem, ne? Also so ein normaler Videochat, da nimmt man ja das Gespräch nicht auf. Aber für den Fall, dass Sie das, je nachdem, vielleicht bieten Sie eine Online-Schulung an oder halt möchten halt für die Mitarbeiter oder für Ihre Firma wegen internen Zwecken das nutzen etc., weisen Sie unbedingt halt Ihre Teilnehmer, Kunden, wie auch immer, Lieferanten, je nachdem, wen Sie gegenüber, sich gegenüber haben, weisen Sie diese drauf hin. Genau, jetzt gehe ich auf Hard- und Software-Equipment ein und PC, klar, es ist selbstverständlich, aber ich sage es trotzdem, dass Sie halt die Standardausstattung zu einem Videochat dazugehört, je nachdem, ob Sie ein PC- oder Mac-User sind, Smartphone oder Tablet das durchführen wollen. Ein Webcam brauchen Sie selbstverständlich. Ein internes, bei den Laptops ist es ja in der Regel immer integriert. Wenn Sie externe Webcam nutzen möchten, da gibt es halt die Möglichkeit, eine sogenannte USB-Capture-HDMI dazwischen als Adapter anzuschließen, um bessere Qualität zu erzielen. Mikrofon kann es auch integriert sein oder halt extern angeschlossen sein. Ob jemand ja Headset, Videokamera und Beleuchtung, Beamer und Leinwand und Smart TV jetzt in der Konferenzraum macht das Sinn. Ob man diese Profi-Ausstattung haben möchte, das ist selbstverständlich optional und das obliegt jedem selbst, dass man halt die Ausstattung etwas professionalisiert. Und genau, die Software kann webbasiert sein. Sie sehen hier webbasiert einmal Login im Anbieter-Account und einmal als Erweiterung im Internetbrowser. Mit dem ersten Punkt meine ich, dass Sie halt, wenn Sie eine webbasierte Software nutzen, ne, also um Google Meet zu nutzen, brauche ich selbstverständlich einen Google-Account und da muss ich mich eingeloggt haben und darauf gehe ich später ein und zeige Ihnen, wie man das halt macht, wie man so einen Link, ne, den Sie halt auch bekommen haben, wo Sie draufgeklickt haben und an diesen Videokonferenz teilgenommen haben, wie das geht. Das geht super einfach, sehr, sehr schnell. Und dafür brauchen Sie auf jeden Fall, müssen Sie eingeloggt sein. Der Kunde, ne, Sie selbst, müssen Sie sich ja weder bei Google anmelden etc. Sie müssten halt lediglich einen Namen eingeben und der muss jetzt nicht unbedingt echt sein, ne, oder halt abgekürzt oder wie auch immer und oder mit echten Namen oder Alias. Sie können eine App nutzen oder halt kann die Software auch lokal installiert sein für Mac oder halt PC. Genau, Videochat, ne, das nennt man auch Webmeetings oder halt Videobesprechungen, digitales Konferieren oder Videotelefonie. Ich gehe jetzt auf die Tools, Software und Apps darauf ein. Und je nachdem, ne, wer und wofür, für welche Branche man halt diese Software nutzen möchte. Die Ansprüche sind sehr unterschiedlich. Man hat die Qual der Wahl. Und es gibt sehr, sehr viele Anbieter, die im Bereich der Videotelefonie gute oder weniger gute Software anbieten. Und nachfolgend stelle ich Ihnen einige der gängigsten Anbieter und Apps und Tools für unterschiedliche Nutzer vor. Zunächst webbasiert. Die Besprechung wird über den Browser durchgeführt. Google Meet, ne, das ist das heutige, was ich halt selbst nutze. Ich bin sehr, sehr zufrieden und ich bin zufrieden, wenn die Kunden zufrieden sind. Und die von den meisten
Kunden, die ein Feedback gegeben haben, mit denen ich halt eine Videochat durchgeführt habe, die waren halt, die müssen sich nicht unbedingt anmelden oder ein Formular ausfüllen etc. Das ist sehr, sehr einfach. Vorhin hatte ich jetzt erwähnt, dass Sie selbst ein kostenloses Google-Konto benötigen. Sie können Ihren eigenen Bildschirm teilen, so wie ich es gerade tue. Ne? Und das ist selbstverständlich in umgekehrter Richtung möglich. Unten, wenn Sie halt nach unten mit der Maus rübergehen, wo Sie gerade, Sie schauen gerade auf meinen Bildschirm, aber unten, wenn Sie mit der Maus runtergehen, wird eine Leiste eingeblendet, dass Sie halt Ihr eigenen Bildschirm auch teilen können. Ne? Sie in dem Falle, sage ich mal so, Ihren eigenen Kunden oder auch, wenn Sie halt auf dem Bildschirm von Ihren Kunden schauen wollen, dass Sie sagen, so, das können Sie ebenfalls tun. Die Anwendung ist kostenlos mit einem Klick. Das haben Sie selber gesehen. Ne? Sie haben nur einen Klick gemacht und sagten Sie halt hier, ich musste nur die Teilnahme bestätigen. Und es ist sehr einfach zu planen und durchzuführen. Und aktuell aufgrund der Corona-Krise hat Google die Teilnehmeranzahl, glaube ich, vorher waren das 50 oder eher 100, auf 250 gleichzeitig die Teilnehmeranzahl erhöht. Weitere Infos finden Sie unter support.google.com/r-users. Bla bla, das kann ich halt gerne Ihnen selbstverständlich in dem Chat mitteilen. Fragen Sie mich, falls Sie halt den direkten Link haben möchten. Genau, es gibt weitere Infos und Hilfeseiten, wie man diese Aufzeichnung aktivieren kann. Schritt für Schritt ist das halt erklärt. Bei der Aufnahme ist es halt natürlich, hierbei ist es notwendig. Wir nutzen für unser Unternehmen ein Google Business G Suite, ne, nennt sich das. Und da ist es hierfür ist es erforderlich, um diese Funktion zu haben, dass Sie ein G Suite haben. Und das wird halt sehr häufig bei mir gefragt, so wie kann ich das die Videoeinstellung für Google Meet nutzen? Und daher habe ich diesen Link ebenfalls dort eingeblendet. Das zweite Programm, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist Jitsi Meet. Ich habe gerade letzte Woche von Klassenlehrerin unser Sohnes mitgekriegt. Ne? Die Schüler sind gerade alle zu Hause und die Lehrer, Lehrerinnen möchten halt Homeschooling mit denen machen. Und zunächst in den letzten Wochen haben viele Zoom benutzt und diese Lehrerin, witzigerweise nutzt sie tatsächlich ab diese Woche, ab morgen Jitsi Meet. Wir sind in Schleswig-Holstein, ab heute ging es los mit der Schule und unsere Kinder sind ja nach wie vor zu Hause. Und das ist sehr, sehr beliebt geworden und auch ebenfalls, hierfür brauchen Sie keine Anmeldung und beziehungsweise Sie müssen einen Account machen. Also besser ist das. Es ist kostenlose Anwendung, vollständig verschlüsselt. Umfassende Funktionen haben Sie, ne, also mehr als bei Google Meet. Ich favorisiere mittlerweile auch Jitsi Meet, aber Google Meet habe ich schon nutze ich seit längerem. Jitsi Meet seit kurzem habe ich mich vertraut gemacht mit einigen Funktionen und deswegen stelle ich das an zweite Stelle. Und wenn Sie halt Bildschirmaufnahme gemacht haben, wie bei G Suite, Sie brauchen kein G Suite oder einen kostenpflichtigen Account. Sie können halt Bildschirmaufnahme auch mit der Jitsi Meet mit einem kostenlosen Account machen. Und diese Aufnahme, diese Video, letzten Endes haben Sie ein Videomaterial, Videodatei und das haben Sie nur dort die Möglichkeit auf Dropbox hochzuladen. Empfohlen wird eine maximale Anzahl an 8 Personen. Genau, auf YouTube sind wunderbare Videos, die halt die Nutzung dieser Software aufzeigen. Ich habe hier eins eingeblendet.
Zoom. Eine Teilnehmer hat heute auch mitgeteilt, na, die zwei weitere Webinare weiß ich, dass eine andere Marketing-Expertin, die halt bereits bei Kat Meldorf zwei Webinare bereits in den letzten vergangenen Wochen genutzt hat. Da weiß ich, dass Zoom genutzt wurde, eingesetzt wurde. Online-Besprechung, Schulung und technische Support kann man damit machen. Webinar kann man durchführen und virtuelle Konferenzräume erstellen. Die Basisversion ist kostenlos. Jedoch, was halt der eine oder andere hat sicherlich in den letzten Wochen auch in den Medien, im Fernsehen mal gesehen oder gehört, dass halt Zoom nicht DSGVO-konform ist, also datenschutzrechtlich nicht konform sei. Also ich habe hier einen Link eingeblendet. Es gibt, wenn Sie das einfach mal da rumgoogeln, würden Sie etliche Seiten sehen, die darauf in den letzten Wochen hingewiesen haben. Und ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass das der Fall ist und Zoom selber halt jetzt preisgegeben hat, dass an dieser Lücke gearbeitet wurde und inwiefern da halt sicherheitstechnisch, datenschutzrechtlich, welche Unternehmungen dafür gemacht worden sind, das kann ich jetzt dazu nicht sagen. Da müssten Sie selbst recherchieren. Ich kann nur sagen, hier, es gibt es als Chrome-Erweiterung. Also, der eine oder andere nutzt vielleicht Firefox oder Internet Explorer oder Edge. Und ich nutze bevorzugt eher Chrome als Internetbrowser. Und da kann man halt, wenn man Zoom nutzen möchte, können Sie das als Erweiterung direkt in Ihren Internetbrowser integrieren. Und wenn Sie einen Termin anlegen wollen, brauchen Sie eine weitere Erweiterung. Beziehungsweise Zoom selbst ist eine App, was ebenfalls über Chrome, das ist halt diese Web Store, also die Plattform, wo Sie Erweiterung installieren können von Google selbst. Und Zoom Scheduler ist eine weitere Ergänzung, eine Erweiterung, um in den eigenen Kalender sofort den Termin mit einem Klick anzulegen. Genau, ich habe hier ebenfalls einen Link, genau unter webconferencing-test.com. Da fand ich halt den Testbericht persönlich sehr, sehr gut. Das können Sie ebenfalls durchlesen. Wie gesagt, Sie können halt danach im Chat fragen. Microsoft Teams, also ist ebenfalls eine sehr professionelle Software vom Hause. Genau, vom Hause aus, also sage ich mal, die Basisversion ist kostenlos. Wenn Sie halt viele weitere, wenn Sie halt Office-Produkte nutzen möchten, hinzufügen möchten, ist kostenpflichtig. Sie können damit Gruppenchat, Online-Meeting, Teamarbeit durchführen und ist letzten Endes eine Plattform, womit Sie Besprechungen und mit Notizen anhängen kombinieren können. Der Dienst ist direkt in Office 365 Office Suite mit Microsoft und Skype integriert und in 26 Sprachen verfügbar. Und auch hiervon habe ich zwei tollen Videos. Also ich habe sehr viele Videos mir angeschaut. Die beiden fand ich sehr, sehr gut. Dass Sie diese beiden Tutorials, wie man eine Besprechung erstellt oder wie man eine Besprechung teilnehmen kann. Da finden Sie diese Videos auf jeden Fall auf YouTube. Erweiterung im Internetbrowser habe ich vorhin erwähnt, Chrome Web Store. Video Call Meet, Videokonferenz Anrufe. Ich fand hierbei sehr das ganz gut, dass die Beschreibung auf Deutsch vorhanden war. Video Link to Me, Chat Alternative. Ich klicke mal einfach mal spaßeshalber hier auf, dass Sie einfach sehen, was ich damit meine. Chrome Web Store, ne, unter chrome.google.com.
Da haben Sie zunächst viele Erweiterungen. Ne? Vorhin hatte ich ja erwähnt, wenn Sie Zoom integrieren wollen, da brauchen Sie einfach Zoom in die Suche einzugeben. Und das ist diese Erweiterung. Und Zoom selbst, die Software erst brauchen Sie, ne, als App. Können Sie hinzufügen? Ich habe das bereits hinzugefügt, deswegen steht jetzt hier nur bewerten. Und wenn Sie das hinzufügen wollen, also ich hatte das jetzt deinstalliert, ne, das geht mit einem Klick. Ne, also Sie brauchen nur das hinzuzufügen, die Erweiterung, und dann kommt so ein Fenster. Und dann wird hier oben in dieser Leiste, neben dieser Adressleiste, sind halt diese ganze Erweiterungen und Apps, die ich halt zurzeit nutze. Genau, und zurück zur Präsentation. Genau, jetzt gehe ich auf die lokale Installation ein und Skype, das kennen sicherlich alle, die halt bereits per Internet gechattet, telefoniert haben, und man kann sich gegenseitig nutzen, auch für Kundengespräche. Für den einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Kunden habe ich das ebenfalls mal eingesetzt. Die Nutzung ist halt bekannt. Für viele ist das schon ja, sehr, sehr einfach. Übersetzerfunktion ist ja integriert. Es ist ein Klassiker unter der Videotelefonie. Bis zu 50 Teilnehmer ist das möglich und von allen Geräten durchführbar. Je nachdem, welche Device Sie nutzen, ob Sie halt PC, Mac, Android, Smartphone haben oder iPhone, auf allen gängigen Geräten ist das verfügbar. Und es ist kostenfrei und muss heruntergeladen werden, und ein Skype-Konto benötigen Sie ebenfalls. Und genau, hierbei ist es halt natürlich wichtig, dass Ihr Kunde auch ein Skype-Konto hat. Das ist halt ein Nachteil im Vergleich zu Google Meet. Dafür ist es nicht notwendig, dass Ihr Kunde oder der Teilnehmer einen Google-Account hat. Das finde ich halt sehr kundenfreundlich. Nicht jeder besitzt ein Google-Konto. Also hierbei finde ich es ein großer Vorteil, ne, von Google Meet gegenüber von Skype oder anderen Anbietern. Facebook Messenger ist kostenlos. Bis zu 50 Teilnehmer können miteinander sprechen. Videos werden von maximal sechs Personen angezeigt. App muss heruntergeladen und ein Facebook-Konto angelegt werden. Verfügbar ebenfalls für alle gängigen Smartphones. Bezüglich der Datensicherheit eher bedenklich. Facebook Livestream, der eine oder andere vielleicht hat YouTube Livestream gehört oder halt Facebook Livestream. Also auch darüber habe ich schon mal einen Videochat geführt. Hier rechts sehen Sie ich habe die heutige Veranstaltung als Veranstaltung erstellt, also dieses Live-Webinar, und sah ebenfalls unter dem Reiter-Tab hier Info Live-Video. Mit einem einzigen Klick kann ich sofort auch ein Live-Video durchführen und den Link meinen Kunden oder den Teilnehmern zu senden. Wollte ich nur gezeigt haben, dass das ebenfalls möglich ist. Instagram-App, ne, es ist kostenfrei, jedoch nur 2 Personen können teilnehmen. Funktioniert wie Facebook Messenger. App muss heruntergeladen und ein Instagram-Konto angelegt werden. Ebenfalls verfügbar für alle gängigen Smartphones. Eher für Personen geeignet, die ohnehin soziale Medien nutzen. Weitere Anbieter, also TeamViewer, haben wir. Der eine oder andere nutzt es eventuell. Es ist eine Software für Fernwartung. Man kann halt eigenen Bildschirm teilen. Damit ist Screensharing gemeint, Videokonferenz und Dateitransfer. Links FaceTime, das ist eher für Apple-Nutzer interessant.
Zoom verfügbar ebenfalls für alle gängigen Smartphones und Erstellung geschlossener Räume nur bis zu 12 Teilnehmer möglich. Die Einladung ist per Link möglich. Dabei haben Sie die Möglichkeit, ebenfalls Fotos während des Videochats zu verschicken, geeignet auch für Menschen ohne gute Kenntnisse mit einem Smartphone. Genau, eine weitere App ist der Google Duo und vieles, vieles mehr. Bei Google Duo können Sie ebenfalls Videochat bis zu 12 Teilnehmer durchführen und ja, Hausparty, WhatsApp oder Signal. Na, zwischen WhatsApp und Signal, na, kann das jeder selber für sich abwägen. Es ist sehr, sehr, also DSGVO-konform ist das definitiv nicht. WhatsApp, na, da kann jeder sich selbst da im Internet darüber schlau machen. Ich habe hier viele Links zusammengestellt. Ne, Zoom unter Beobachtung, Jitsi statt Zoom und Co., um Online-Meeting konform und kostenlos durchzuführen, Videochat ohne Datenspionage. Ich habe diese Seiten mir angeschaut, fand ich halt sehr, sehr gut und einfach beschrieben und man wird detailliert, geht man detailliert auf die Punkte drauf ein, stellt man die besten Tools für Online-Besprechung vor und es gibt na, also so die besten Videochat-Programme trotz so trotzen sie dem Coronavirus. Also einige, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, sind bei dem einen oder anderen auf jeden Fall dabei. Und die meisten sind halt Gratis-Anwendungen für Videotelefonie und genau. Und ich möchte jetzt, bevor wir im Chat starten, möchte ich Ihnen die Funktion und Handhabung zeigen. Und genau, und genau. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich einen Google-Account habe und möchte einfach, sage ich mal, jetzt für morgen habe ich ein Kundengespräch. Und das möchte ich als Online-Meeting, als Video-Chat nutzen. Das, was Sie sehen, ist ja ein Google-Kalender, wenn Sie eingeloggt sind. Sie sehen hier von meiner ersten Firma das Logo. Wenn Sie halt selbst ein kostenloses Account haben, sehen Sie halt nur den ersten Buchstaben Ihres Namens. Neben Ihrem Namen sehen Sie halt diese 9 Punkte. Wenn Sie darauf klicken und wenn keiner bis jetzt Google-Account hat oder Google-Dienste nicht nutzt, deswegen erkläre ich das, zeige ich das für die Leute, die halt Google-Account haben und Google-Dienste nutzen. Das kennen die ja bereits. Und jedenfalls, wenn Sie halt auf diese 9 Punkte klicken, da sehen Sie halt die verschiedensten Dienste von Google. Und Sie brauchen einfach auf Google Kalender zu klicken. Und ich habe diese Seite bereits aufgerufen und klicke einfach, morgen haben wir 21. April und sage, ja, Kundenmeeting. Videochat. Ist jetzt egal, wie es heißt. Und sage Uhrzeit um 17 bis 17 Uhr 30, wie auch immer. Und ich kann direkt hier schon Leute dazu einladen, ne? Und Beschreibung, ja, je nachdem, welche Kalender Sie da drin haben wollen. Und dann sage ich erstmal weitere Optionen. Genau, ich habe Google Meet bereits integriert in den Google-Dienst, in meine Apps hier, die ich bereits nutze. Und daher erscheint das ebenfalls hier unter Videokonferenz hinzufügen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich Zoom-Meeting ebenfalls nutze. Daher ist es schon hier als App integriert.
Ich selbst habe eine sogenannte Google Chromebook. Daher sind halt bei mir auch Apps installiert und Hangout Meet ist, lassen Sie sich bitte von dem Begriff jetzt nicht verwirren. Es ist genau Google Meet damit gemeint und klicke einfach darauf und zack, ist das diese Link automatisch erstellt worden und ich hätte auch dadurch, dass ich ein Jitsi Meeting auch nutze, also Jitsi Meet nutze und da angemeldet bin, ist ebenfalls diese Möglichkeit drinne. Und jetzt sage ich einfach mal speichern. Und da sehen Sie diese Kalendereintrag. Jetzt kann ich ganz einfach hier auf diese Icon klicken und da kann ich E-Mail-Adresse hinzufügen und Betreff hinzufügen und das wird als Nachricht gesendet und zwar mit dem Link und mit der Beschreibung und man kann halt auch per Telefon an dieser Videokonferenz teilnehmen. Dafür ist es erforderlich, diese Nummer zu wählen und einen PIN einzugeben. Aber das muss nicht sein, das haben Sie ja heute auch nicht getan. Sie haben lediglich auf den Link, den Sie halt auf der CAD-Meldorf-Webseite gesehen haben, beziehungsweise im Newsletter, war ja dieser Link drin. Und genau, so einfach geht das. Und diesen Link können Sie per E-Mail direkt an Ihren Kunden schicken. Ich möchte jetzt einen weiteren Google, also Kalendereintrag hinzufügen. Nennt das Kunden Video Chat und mache das mal diesmal mit Jitsi Meet. Und Sie sehen, dass hierbei auch ein Link erzeugt wird. Und sage jetzt speichern. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, werde ich weitergeleitet. Und zack, sehen Sie, mit einem Klick ist man dabei. Und das sind die umfangreiche Funktionen, die ich halt genannt habe, wofür Sie kein G Suite oder halt eine kostenpflichtige Konto benötigen und wo Sie eine Aufnahme schnell starten können. Und einen Augenblick. Jawohl. Und genau, welche Funktionen sind noch hier vorhanden? Was ich hier ganz pfiffig fand, dass ich eine Hintergrundunschärfe aktivieren kann. Also der ganze Hintergrund wird unscharf gestellt, wenn Sie halt unaufgeräumte das Büro haben oder wie auch immer, so wo Sie sich befinden, können Sie den Hintergrund unscharf stellen. Sie können alle auf einmal mit einem Klick, wenn Sie halt mit vielen anderen Teilnehmern an einem Videochat teilnehmen und können Sie alle stumm schalten und vieles mehr. Genau. Jawohl, ich beende das. Sie möchten einfach etwas deaktivieren. Sie können die Kamera, können Sie mit einem Klick deaktivieren oder halt den Ton. Ich schalte das wieder an und Sie sehen, wie schnell das geht. Und ich verlasse diese Videokonferenz bei Jitsi Meet. Und Sie können ganz einfach auf die Seite gehen. meet.jit.si. Genau, Sie brauchen irgendwelche Namen hier einzugeben und brauchen nur auf Los zu klicken und dann geht das schon los. Also ich klicke mal Test. Und ich bin zwar angemeldet, aber das müssen Sie nicht. Und das ist jetzt eine Testgeschichte. Und genau, das können Sie selbst testen. Genau, die beiden Beispiele habe ich Ihnen gezeigt.
Die 45 Minuten sind fast rum. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Teilnahme an meinem heutigen Webinar, Live-Webinar, Video-Live-Chat, Online-Besprechen mit meinen Kunden. Wie geht das? Und genau. Und wenn Sie halt Fragen haben, nachträglich nach heutigem Webinar, wenn Sie auf mich zukommen wollen, meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse ist eingeblendet. In der Fußzeile sehen Sie ja den Link kurseundwebinare.de, Kurseanbieter/Shama-Angebote. Da sehen Sie auch meine weitere Kurse und Webinare. Und ich wünsche Ihnen viel, viel Erfolg auf ein gutes Gelingen. Also jetzt haben wir ja gute 15 Minuten in der Fragerunde im Chat, die auf Ihre Fragen gehe ich jetzt ein. Jawohl. So, ich blende da die Teilen, das Teilen beende ich erstmal und schaue auf Chat. Oh, die da hat keinen Ton, das sehe ich erst jetzt. So. Raus und hoffe, genau. Also Sie haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, Ihre Fragen hier reinzuschreiben im Chat oder halt, genau, wenn Sie halt, welche Tools eignen sich? Genau, welche Tools eignen sich, damit Teilnehmer in Kleingruppen arbeiten können? Also, Google Meet. Ich werde auf jeden Fall Google Meet. Ich werde jetzt den Link rausholen. So, einen Augenblick bitte. Ich werde auf ein anderes Fenster. Einen Augenblick. Also Google Meet, das ist der Link. Und wie wird bei Jitsi gesichert, dass Kamera und Audio für Kunden nach Besprechung nicht mehr aktiv bleiben? Ach so, ja, genau. Also bei Jitsi. Sie brauchen einfach geben Sie bitte selbst einfach diesen Link in den Browser bei sich rein und also Ihre Kunden, na, also ich teile das nochmal, mein Bildschirm. Um Ihnen das mal zu zeigen. So, und ich hatte vorhin ja in dem Google Kalender einen Termineintrag erstellt. Und wenn Ihre Kunden diesen Link bekommen haben und an Ihre Videochat teilnehmen, diese brauchen nur auf den Hörer zu klicken. Und somit verlassen die, diese Webinar bzw. die Videokonferenz und können mit einem Klick ihre Kamera starten oder stoppen. Also, wie Sie sehen ja, das ist durchgestrichen und wenn Sie Mikrofon nicht haben wollen, können Sie das ebenfalls deaktivieren. Und genau, mit einem Klick ist das Ding erledigt und wenn Sie halt alle stumm schalten möchten, brauchen Sie nur hier drauf zu klicken. Genau. Und
Genau, also wenn Sie halt das Gespräch bei Ihrer Online-Besprechung bei Jitsi beenden wollen, brauchen Sie nur auf den Hörer zu klicken, auf diesen roten Button. Und somit ist das auf jeden Fall das Gespräch, Online-Gespräch beendet. Genau, wir haben gute 10 Minuten noch Zeit. Wenn Sie Fragen haben, gerne, wenn Sie irgendwelche Links von mir gerne einblendet möchten, zu irgendwelchen YouTube-Videos oder halt zu irgendeinem App, was ich Ihnen gezeigt habe, können Sie gerne mich danach im Chat fragen. Gibt es die Präsentation im Download oder nur Aufzeichnung? Genau, also die Präsentation wird auf der Webseite von Meldorf, also podcast.com, wird das zu sehen sein. Und ich beende mal diese Seiten. Genau, die Präsentation wird nur als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Genau, also kein PDF oder etc. wird geschickt, sondern halt genau als Aufzeichnung wird online gestellt und auch in Social Media. Wie kann ich präsentieren? Hallo EM fragt, wie kann ich Präsentation ähnlich Ihrer Präsentation mit einblenden oder auch Texte schreiben im Bildschirm, nicht im Chat für mehrere Teilnehmer? Wie kann ich Präsentationen ähnlich Ihrer Präsentation mit einblenden? Ach so, genau. Damit Sie im Bildschirm zum Beispiel, Sie möchten während der Präsentation etwas reinschreiben oder halt nicht im Chat etc. Genau, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Es gibt ein wunderbares Tool, nennt sich Nimbus. Nimbus, das nutze ich. Sorry, Nimbus. Und nennt sich Nimbus Screenshot. Wir können das auf Web Store, also Chrome. Sie schauen ja nach wie vor, guck mal, genau, ich teile ja nach wie vor meinen Bildschirm, also dürften Sie bestimmt hier drauf gucken können. Also mit Nimbus. Das ist eine großartige Screenshot-Erweiterung. Sie können das hinzufügen. Sie sehen das hier. Ich kann halt Audio-Aufnahmen machen. Und wenn ich darauf klicke, Sie sehen hier Show Drawing Tools. Und wenn ich das aktivieren würde, würde unten links, das tue ich lieber jetzt nicht, das könnte dazu führen, dass halt die Aufzeichnung auf einmal unterbrochen wird. Das möchte ich ungern riskieren. Also ich möchte Ihnen nur zeigen, dieses Tool nutze ich. Das ist kostenfrei in der Grundversion, je nachdem, ob Sie einen Account haben wollen. Das ist, also ich habe einen kostenpflichtigen Account und zahle so unter 20 Euro oder Dollar und habe unglaublich viele Möglichkeiten, Screenshots zu machen, Teile der Seite aufzunehmen oder zu zeigen. Und auch natürlich kann ich halt mein Tab, einzelnes Fenster oder ganze Bildschirm
aufnehmen. Und ich hätte zum Beispiel auch dieses Webinar heute damit aufnehmen können. Und währenddessen kann ich, wenn ich halt diese Show Drawing Tools aktiviert habe, bekomme ich unten links eine Leiste, wo ich halt direkt auf meine Präsentation rummalen kann oder hinweisen kann. Ich glaube, das ist das, was Sie meinten. Na, also ich schicke Ihnen gerade den Link dazu. Nimbus Screenshot. Nimbus Screenshot. Genau, das ist das hier. So, das ist der direkte Link. Yep, danke. Ja, gerne. Jawohl, wir haben gute 4 Minuten. Wenn Sie Fragen haben, genau, können Sie gerne im Chat weiterhin schreiben. Genau, ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie ja, im Chat schreiben würden, wie Sie das heutige Webinar gefunden haben, ob Sie inhaltlich das alles gut fanden, ob Sie halt im Großen und Ganzen das Webinar gut fanden oder irgendwelche Lob oder Kritik, Anregungen für mich haben. Schreiben Sie bitte gerne im Chat hinein, würde ich das sehr schätzen. Wie lange werden die Aufnahmen von jeweiligen Programmen gespeichert? Also die Aufnahmen, die wird direkt in Ihrem, ich nutze zum Beispiel Google Meet und diese Aufnahme wird bei mir in Google Drive, ne, also in meinem cloud-basierten Server gespeichert und ich kann es halt selbst löschen und dann gibt es diese Aufnahmen nicht mehr. Also das können Sie selber bestimmen. Bei Jitsi Meet war das so, dass Sie selbst das auf Dropbox hochladen. Ansonsten werden diese Aufnahmen nirgendwo anders gespeichert. Also das ist wird halt als Download Ihnen zur Verfügung gestellt. Wenn Sie einen Account haben, wird es in Ihrem Account hinterlegt und das können Sie jederzeit löschen. Wie erkenne ich ungebetene Teilnehmer, Gäste? Genau, also wenn Sie einen Link selbst erzeugt haben und diesen Link schicken Sie zum Beispiel bei Jitsi Meet, haben Sie die Möglichkeit, ein Passwort zu hinterlegen. Und eine weitere Möglichkeit ist es, dass Sie halt, wenn Sie die Person nicht kennen, also wenn Sie Ihre Kunden nicht kennen, dann werden Sie die Teilnahme auch nicht bestätigen können. Ne? Also heutiges Webinar, ne? Ich bekomme ja, wenn einer dem Webinar beitreten möchte, muss ja seinen Namen eingeben oder halt Pseudonym, wie auch immer. In Ihrem Falle, Hallo IM, kenne ich ja auch nicht. Hier heute hätten auch ungebetene Teilnehmer oder Gäste dabei sein können, aber meine Güte, es geht halt natürlich hier um ein Webinar, um allgemein zur Verfügung, um allgemeine Infos. Und in Ihrem Falle, wenn Sie halt Sachen haben wollen, also wo keiner daran teilnehmen sollte, nur die Leute, die Sie bereits kennen, dann müssen Sie halt nur diesen Link bestimmten Leuten zur Verfügung stellen oder halt ein Videochat-Software nutzen, wo sie halt die Anmeldung
erste über ein Anmeldeformular erstmal vornehmen möchten. Ich dachte eher an PC-Sicherheit und Hackerangriffe oder ähnliches über diverse Kontakte. Also PC-Sicherheit und Hackerangriffe, also die meisten, genau, bei Jitsi Meet ist das, dass sie von sich aus sagen, das ist vollkommen verschlüsselt und ob wie ein Hacker jetzt ihr Laptop oder halt den Link oder dieses Webinar, diese Videochat hacken möchte, das weiß ich leider nicht. Also das obliegt natürlich halt jedem, die meisten Anbieter, wenn sie halt die Funktionen auf deren Webseite sehen und diese geben ja selbst das an, dass sie halt um die Sicherheit sich kümmern und ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt selbst ihre eigene PC meinen, also wenn sie halt diese Software nutzen. Na, natürlich müssen sie halt selbst dafür Vorsorge tragen, dass sie halt selbst nicht gehackt werden, aber das ist natürlich ein anderes Thema, was den Rahmen sprengen würde. Ich sehe, wir haben jetzt 17.01 Uhr. Ich bedanke mich herzlich. Wir sind am Ende des Webinars gekommen und vielen, vielen lieben Dank für Ihre Teilnahme. Und wie gesagt, Sie können mich unter info@kursumwebinar.de weiterhin anmelden, wenn Sie Nachrichten haben. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich für Ihre Teilnahme.